Hallo. Und jetzt ein Video für die Wirbelsäule. Die soll nämlich gelenkig sein nach vorne, nach hinten und jeweils zur Seite. Und da gibt es drei einfache Übungen. Die sind schon Jahrtausende alt und die helfen eigentlich, dass man erst gar keine Wirbelsäulenbeschwerden bekommt, wenn man sie regelmäßig macht. Und wenn man sie hat, ganz vorsichtig anwenden, um vorhandene Missstellungen wieder auszugleichen. Viel Spaß, die drei Übungen dauern nicht mehr wie 1-2 Minuten. Als erstes hinsetzen, wie auf dem Video. Dann die Arme nach oben ausstrecken, als ob man nach oben etwas greifen will und langsam nach vorne zu den Füßen. Und jeder geht so weit mit die Hände an die Füße, wie er rankommt und das ungefähr so 10 bis 15 Atemzüge lang halten. Es hat auch eine wunderbare innere Wirkung. Das muss jeder für sich sehen. Das kann jeder für sich selbst herausfinden. Und dann wieder nach oben, als ob man oben was greifen will. Und jetzt kommt die Wirbelsäulenbewegung zur Seite. Diese Übung, da kann man am besten mal das Video anhalten, damit man die Stellungen sieht. Also man tut das rechte Bein über das linke Knie und die linke Hand greift auch zum Knie und die rechte Hand hinten, so weit wie es nach hinten geht. Das ist eine ganz, ganz exzellente Übung. Also wenn man bisschen bloß am Tag immer irgendwie gebückt gesessen ist und diese Übung macht man, da spürt man richtig, wie sich die Wirbelsäule wieder einrenkt. Und das Ganze auch zur anderen Seite, auch so 10 bis 15 Atemzüge lang und ganz vorsichtig. Wer es noch nicht gewohnt ist, die Übung ganz langsam ausführen. Dann haben wir jetzt nach vorne und jeweils zur Seite und jetzt kommt nach hinten. Da gibt es eine Übung, die heißt Heuschrecke. Auf die Knie und da stützt man sich dann mit den Händen hinten an den Fersen ab. Also an den Fersen abstützen und dann das Becken nach vorne bringen und den Kopf nach hinten und dann das Becken jeder so weit das Becken, jeder so weit das Becken nach vorne bringen, wie es ihm möglich ist. Und das ist also ultra befreiend. Da merkt man, wie die ganze Energie von unten bis an den Kopf hochgeht und man auch der viel sitzt, da werden dann vorne die Sehnen im Beckenbereich gedehnt, weil die Sehnen, die schrumpfen ja in unserer modernen Welt, wenn man die ganze Zeit nur sitzt und die Beine eigentlich angezogen zum Bauch hat. Das ist eine ganz, ganz, ganz wunderbare Übung. So, und das war's schon. Das auch 10 bis 15 Atemzüge. Und das jeden Tag, dann läuft es.